Das nennt man dann effizientes Vorproduzieren, wenn dann zwischendrin was passiert. Also, wie es aussieht, geht es ihm so einigermaßen gut. Wir haben ihm gerade Arnika-Globuli gegeben. D6, nicht mehr. Wobei ja nicht, dass er am Ende irgendwie was abkriegt. Er hüpft schon wieder, er tollt, er versucht uns zu beißen. Also, es wirkt alles soweit gut. Und auch seine Hüfte scheint er gut belasten zu können und alles. Also, ich mache mir da jetzt ja schon mal etwas weniger Sorgen. Muss aber sagen, heute Nacht gibt es Schlaftabletten mehr, sonst kriege ich wahrscheinlich keine Sekunde Schlaf ab. Okay. Also, jetzt habe ich meinen Kopf so leer, das ist unglaublich. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich euch irgendwie erzählen könnte, erzählen sollte. Aber also sonst war es bei mir gerade gähnende Leere. Und das Einzige, was in meinem Kopf rumschwirrt, ist klein, schwarz und hat Schlappohren. Ja, so kann man auch Aufmerksamkeit kriegen. Also, um die Situation jetzt nochmal genauer zu beschreiben. Es war folgendes. Also, der Leo saß hier und mein Knie war ungefähr da und dann hat er mich versucht zu beißen. Und ich bin erschrocken an dem Biss. Meine Mutter ist gerade wollte vorbeigehen und dann hat er irgendwie irgendwo irgendwann eine gewischt gekriegt oder so. Oder besser gesagt, ist irgendwie ungeschickt an uns rangekommen, aber wir wissen nicht genau, was es war. Also, was ich jetzt weiß, ist, dass er auf jeden Fall gerade anfängt, wieder ein bisschen zu rennen, ein bisschen zu gucken. Und dass anscheinend die Arnika-Dinger auch ein bisschen was helfen, was mich schon beruhigt. Aber klar ist, er ist noch ein bisschen verschreckt. Und also wir können sagen, es hat nichts geknackst, soweit ich es hören konnte. Trotzdem glaube ich, frage ich meine Mutter, ob sie morgen mit ihm einmal kurz zum Tierarzt geht, nur zum Check-up, weil irgendwie bin ich schon unruhig. Nicht, dass da irgendwas ist, was mich. Man hat gerade an der Tür hochgesprungen. Also, ich glaube, kranke Karnickel springen nicht an Türen hoch, so wenn ich mal ganz genau drüber nachdenke. Aber ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, warum bei mir da Panik aufkommt und warum ich gerade so unruhig bin. Als ich jünger war, ich habe ja schon seitdem ich 12, 13, 11, 8 Jahre alt bin, Hasen. Und ungefähr zur selben Zeit hatte ich auch mal eine beste Freundin. Die hatte auch Hasen und einer dieser Hasen, der hieß Idefix. Und Idefix war ein ganz süßer und alles. Und eines Tages hat Idefix ein Hüftleiden gekriegt, weil er irgendwie sich versprungen hat oder ich weiß nicht mehr, wie es war genau. Aber ich weiß noch, dass am Ende dass Idefix nicht mehr sehr alt wurde. Und diese Geschichte, die ist mir dann immer ein bisschen im Kopf geblieben, bei jedem Hasen, und ich habe bei jedem Hasen auf die kleine Hüfte geachtet, wie sonst was, und bin immer zu Tode erschrocken, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwie was ist, was Schwerwiegendes sein könnte. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich gerade im Moment am liebsten losheulen würde, weil ich einfach nicht weiß, genau, ob es ihm jetzt so gut geht, wie ich glaube, oder ob es ihm nicht so gut geht, aber natürlich hoffe ich das Beste. Gib ihm Hafer. Also, er hat als erstes nach dem Schreck erstmal Sonnenblumen. Also, nachdem man eine Runde gerannt ist, an die Wand gesprungen ist und dann immer noch nicht gequietscht hat oder irgendein Geräusch gemacht hat, schätze ich jetzt mal ganz unprofessionell, dass es ihm gut geht. Also, klar ist, dass er gerade verschreckt ist, dass er das Anfassen gerade überhaupt nicht. Und da war auch noch ein Männchen. Mama, mal ganz ehrlich, schätzt da, dass es ihm gut geht. Dem geht's gut, er hat bloß Haare Gut. verloren. Dem geht's, also wir haben das Gefühl, er hat ein paar Haare verloren und ja, der Hafer gibt Energie, wenigstens etwas. Ja, also für mich ist es eben so. Okay, jetzt hat er noch eine Hecke durchgesprungen, jetzt bin ich überzeugt. Jetzt hat er mich überzeugt, dass es ihm gut geht. Arme Schatzille. Hast dich ganz blöd hingestellt. Aber das haben wir schon seit Monaten kommen sehen, weil der macht das immer. Der ist immer meiner Mutter zwischen die Füße rumgerannt. Unter die Füße. Unter die Füße. Und es ist ein Wunder, dass er nur ein paar Haarsträhnen verloren hat.
Natürlich meint Leo, das ist nicht nur, ihr habt nicht diese schwere Körperverletzung, aber, oh, wartet mal, das müsst ihr gesehen haben, das ist einfach, das ist cute, das ist richtig cute. Ich muss gucken, ob ich ihn jetzt draufkriege. Ja, nein, ich glaube nicht. aber er lag gerade da oben drauf, also so. Und ich kann euch nachher vielleicht ein Bild ins... Nein, kann ich nicht, weil ich jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr auf die Reihe kriege. Naja, auf jeden Fall scheint es ihm wieder gut zu gehen, soweit. Und ja, da bin ich auf jeden Fall... Er will es jetzt auch unbedingt beweisen, dass es ihm gut geht. Also das ist ja auch schon schön. Also ich werde ihn jetzt auf jeden Fall versuchen, in den Stall zu bringen. Oder auch noch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher, je nachdem, wie es ihm geht. Das muss man abwarten. Und ja, Tipps für Mamis mit Hasen, deren Hasenbabys gerade was zugestoßen ist. Also, mein erster Tipp ist, ich gebe Leo immer Globuli in der kleinsten Potenz, die möglich ist. Wirklich ganz, ganz klein. Weil er ist ja auch nur ein kleiner Kerl. Und dann ist das wichtig, auch ein sehr wichtiger Aspekt, und den darf man echt nicht aus den Augen verlieren, weil das ist sowas, was man gerne aus den Augen verliert. Dass man auch was tut, dass es einem selber, dass man selbst nicht so das nervöse Frack ist. Also ich habe gerade Aconitum genommen. Und jetzt können wir es nochmal versuchen mit dem Leo zeigen. Das ist so süß. Ich sag's euch. Oh, das ist niedlich. So, das ist er. Und da. Da ist meine Handtasche. Und da ist Leo. Und ja. Ja, was kann ich euch noch empfehlen? Auf jeden Fall wichtig ist zu gucken, ob der Hase sich schüttelt, ob er sich putzt, ob er hüpft, an die Wand springt, ob er was frisst. Das ist auch sehr wichtig, weil oft ist so, dass Hasen im Schreck nichts mehr fressen wollen, und das macht es nicht besser, glaubt es mir. Und wenn er sich putzt, frisst, springt, macht, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es ihm gut geht. Und wenn er dann, also was euch nicht wundern darf, das war was ich vergessen habe, was mich gerade auch nicht beruhigt hat, ist, wenn er direkt nach dem Schreck, wenn ihr auf ihn zugeht und er natürlich sich erstmal nicht bewegen will und nichts, und ihr ihn dann streichelt, kann es sein, dass er sehr empfindlich reagiert, aber das ist dann wie bei einem selber, wenn man erschrocken ist oder total aufgewühlt, dann will man auch nicht, dass sich einer gerade anfasst. Das ist dann auch eher unangenehm, weil es dann noch eine Überreizung der Nerven heißt. Und das ist dann bei Hasen auch so. Und wenn sie dann ein bisschen Zeit hatten, dann kann es dann auch sein, dass... Also ich hatte gerade natürlich aus Angst um seine Hüfte, habe ich natürlich gerade gucken wollen, ob seine Hüfte in Ordnung ist. Dann ist er sofort so hingegangen, nach dem Motto, lass mich ja in Ruhe. Und als er dann schon ein bisschen beruhigter war, da hat er mich dann auch die Hüfte gucken lassen und sieht alles gut aus. Und trotzdem werde ich morgen mal zum Tierarzt gehen. Wisst schon, sicher ist sicher. Ja, ich so, bevor wir nicht beim Tierarzt waren, kriegt dieses Mädchen keine ganze Ruhe und wendet sich rein. Ja. Ja, auf jeden Fall hoffe ich jetzt einfach, dass es ihm so gut geht, wie ich glaube, dass es ihm geht. Wahrscheinlich ist das so ein Besuch beim Tierarzt für einen Ofen, aber besser einmal zu oft geguckt als einmal zu wenig, ist da mein Motto. Und ja, das war eigentlich alles, was ich euch jetzt gerade dazu erzählen kann, weil, tut mir leid, bei mir im Kopf rauscht gerade so derbe alles. Das mit der Vorproduktion kann ich jetzt auch voll vergessen, erstmal. Also ich werde jetzt erstmal mich um Leo kümmern, und danach werde ich mich dann irgendwo in der Ecke legen und heulen wie ein Schlosshund, weil ich das Gefühl habe, dass ich sonst die Spannung aus mir auch nicht rauskriege, und jetzt ausgerechnet auch noch während der Zeit, wo ich die stärksten Hormonschwankungen habe, muss sowas passieren. Ist nicht unbedingt so offen für mich, aber da konnte keiner was machen, konnte auch keiner was dafür, und die einzige Möglichkeit und Hoffnung ist jetzt, dass da alle irgendwie was draus gelernt haben.
Nämlich, dass er zum Beispiel die Wischtüten nicht raustut, bevor der Hase weg ist oder irgend sowas. Oder dass der Hase nicht ständig der Oma unter die Füße rennt. Oder dass man mehr darauf achtet, dass er nicht der Oma auf die, unter die Füße rennt. Also ich denke, wir haben alle was mitgenommen heute Abend. Ja. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, dass mein Freitag das hier alles ein bisschen ausgleicht. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.